Ich habe gesehen, es ist sehr eine bunte Palette vom Rundgang, den wir heute haben. Ja, es ist ein vielseitiges Programm mit vielen Sachen von allen, fast allen, habe ich alle schon gehört und bin sehr gespannt, wie dann konkret vorgestellt wird zu kommen. Von Ihnen und danke für. Ich sehe quasi meinen Zeughaushof und nicht gross darüber raus. Und darum jetzt bekommt, was es sonst für Aspekte gibt. Ich bin nämlich genau etwa 150 Meter von hier geboren worden, und zwar an der Engelstrasse. Und mit der Bäckeranlage darum verbindet sich ein sehr wichtiges Ereignis von meinem Leben, nämlich mein allererster Ausflug. Als kleines Baby hat da stattgefunden. Ich bin vor 60 Jahren etwa dort auf der Welt fotografiert worden. Ich bin halt aufgewachsen, also nicht um die Konkurrenz, aber es ist immer unsere Wiese gewesen, da. Unser Platz, und die haben wir verloren, das wissen wir warum. Heutzutage könnte man Kind problemlos auf der Bäckeranlage allein spielen lassen, wenn sie 10 sind oder wenn sie 8 sind. Ich hoffe, dass da irgendwann noch ein anderes Bewusstsein kommt, auch wieder, vor allem in die Mädchen. Was ich noch so ein bisschen als Witz kann sagen, aber es hat durchaus etwas Ernsthaftes. Ich wünsche mir manchmal für die anderen Quartiere in dieser Stadt auch so schöne Wiesen. Weil dann wären wir da ein bisschen mehr allein im Sommer. Gut, ich denke, wir nehmen den Eindruck so mit. Im Sommer sind es 5 Jahre, wo ich da bin. Davor jetzt sind 2 Jahre als Bereichsleitung Sozialdienst. Eigentlich sind es 3 Heime, die zusammengehören. Molkenstrasse, Brunnen-Dienerstrasse, das Männerheim, und seit 4 Jahren Geroldstrasse. Molkenstrasse hat 90 Leute, Männer und Frauen. Grössenordnung ein Stock Frauen, also etwa ein Drittel Frauen und 2 Stück Männer. Wir müssen mit dem haushalten, wo wir mit den Pensionspreisen reinnehmen. Wie gesagt, ich bin ja vorher am Rigiplatz, auch schon mit dem Messersalon. Also, mein Salon hat eine längere Geschichte, ist schon seit 12 Jahren. Der Messersalon heisst auch durch Messagesalon, das ist ein Witz, ein Wortspiel. Also, Perlamode ist sehr ein wichtiger Teil, vor allem auch für die junge Kunst. Es ist ein Haus, das wir zwischengenutzt können benutzen, bis das abgerissen werden sollte. Was einfach ist, wir arbeiten sehr viel. Und ich würde sagen, wir machen auch viel für das Quartier und vor allem auch für die Kunstszene Zürich. Aber um etwas zu verdienen, lassen wir es einfach nicht. Vorher war es übrigens 6 Jahre nicht hier in dieser Gegend. Das Gegenteil, es war nie so, gewesen, dass es hier eigentlich Rotlichtmilieu war. Und wenn ihr hier schaut, innerhalb 2 Jahren, nach Eröffnung von dem Beatshow, ist die ganze Gegend gekippt. Und das aussieht noch voll bewohnt. Das ist eine ganz gute Beiz hier. Echt gut. Das für ihn ist sensationell. Wirklich gut. Ist eine sensationelle Beiz. Soziale Kontakte sind ja erst die Wege, wo jemand wieder einen anderen Weg kann wählen, wenn er Wertschätzung erlebt. Jemand mit ihm redet. So. Ihm als Lieblingsempfinder, so wie wir es vorher von Martin Bell schon gehört haben. Wir können an und für sich immer schöne Gebäude bauen, aber das Problem lässt sich dadurch nicht lösen. Es verlagert sich nur woanders hin. Und im Grunde müsste unsere Gesellschaft sich komplett verändern. Weil wir sind eine leistungsorientierte Gesellschaft, wo manche Leute nicht mehr mitkommen. Also, das Labyrinth ist im Unterschied zum Irrgarten eine Ordnung, die man kennt. Man kann nur entweder rein oder rauslaufen. Ja. Man kann sich nicht verirren, weil es gibt keine Wegkreuzungen. Das ist das Wesen vom Labyrinth. Ja. Oder? Ja. Das ist also nicht ein Irrgarten. Und das Steinlabyrinth ist das, was jetzt europäisch das Symbol der Labyrinthbewegung wird. Labyrinthplätze, öffentliche Frauenplätze. Wesentlich ist, dass Frauen da gestalten und sagen, wie es geht. Was für mich etwas Faszinierendes ist, ist das, hier an dieser Stelle da kommen all die Sachen, die wir kennen, zum Teil aus unserer Jugend noch,
Die meisten Leute haben ein Tagebuch, wir haben ein Nachtbuch, weil das leuchtet in der Nacht. Das ist aus alten Notausgangsschildern hergestellt. Aus Leiterplatten gibt es auch Agenda. Oder eben, die kennen sie ja. Also ich hatte einen ganz spannenden Rundgang empfunden. Und im Grunde sind alle Lebensbereiche irgendwo vorgekommen. Vom Wohnen, vom Arbeiten, vom Freizeitraum gestalten, Kultur. Das ist eigentlich, was wir alles brauchen. Doch, zu sehen, was hinter dem Schaufenster, wo ich schon x-mal vorbei bin, da hinten lebt etwas, da hinten träumt, da hinten leben Menschen. Also, dass dort hinten ganz viel gedacht wird, was man mit diesen Räumen noch machen könnte. Die Stadt braucht ja eigentlich so ein Quartier, wie das der Kreis 4 ist. Oder Kreis 5, das Langstrassenquartier. Man weiß gar nicht, warum es so, aber wenn man anschaut, die Geschichte, das ist eine Arbeitergeschichte, die sich im Wandel begreift, im Wandel ist. Es war eine unglaubliche Toleranz immer gewesen. Man hat Menschen aus der ganzen Welt immer gehabt, die miteinander ausgekommen sind. Danke Ihnen allen vielmals. Ich habe es sehr spannend gefunden. Teils Sachen habe ich gekannt. Andere habe ich gekannt und nicht gewusst, dass sie da sind. Und noch anders habe ich nicht gekannt. Also mit dem Rundgang eigentlich. Es ist schon so, was wir jetzt gesehen haben, überall begegnet man Leute, die irgendwo auf eine Art und Weise aktiv sind, die etwas machen, das Treibschein mit ihrem Messersalon, sie und sie für die Stadt und sie da. Also, und das Ganze macht ja dann die Gesellschaft aus, wo da zu Schlag kommt oder nicht zu Schlag kommt, manchmal besser, manchmal schlechter. Das finde ich sehr eindrücklich und ich finde, das ist auch die Basis von dem, was wir leben in dieser Stadt. Also, so geht es in der Stadt. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für alles, was Sie machen und dass Sie mir das haben gezeigt haben, dass ich das auch sehen konnte. Merci vielmals.